kommt man eigentlich dazu, den Film Ostwind? Also ich habe den die Vorpremiere vor Jahren gesehen und der hat mich damals sehr berührt. Also das war, da bin ich dann selber mit Tränen auch in den Augen gesessen. Und weil ich selber so ja, Pferdemensch von Grund auf bin, ist. Wie kommt man dazu, sowas selber zu drehen aus so einem Film? Also im Fall von Austin war es so, dass mir das Drehbuch angeboten wurde. Das wurde entwickelt von Sam Film, ne? Also Eva Kratzschrin, Andi Ulmke, Smeaton, das mit den Autoren Lea Schmidbauer und Christina Magdalena Henn zusammen entwickelt und mir dann angeboten. Ich habe mich erst noch ein bisschen gezückt, weil ich ursprünglich ein anderes Projekt machen wollte, aber hatte mich eigentlich in den Jahren davor so viel eigentlich mit dem Thema mit Pferden beschäftigt. Ich habe selber 2 Pferde oder inzwischen 3, weil das Ostwind Fohlen letztes Jahr kam und von meiner Stute mit dem Ostwind Hengst und so. Und dann aber habe ich so gemerkt, dass ich diese es ist dann ein sehr persönlicher Film geworden, weil alles das, was so meine Erfahrung mit meinen Pferden, also dieses, also die Magie, die es geben kann zwischen Pferden und Mensch, war mir wichtig als einen Punkt und dann eben auch diese andere Herangehensweise, also eine partnerschaftliche Beziehung zu entwickeln mit einem Pferd, das konnte ich eben da alles so vermitteln und alles so zwischen den Zeilen so reingeben und auch in den Zeilen natürlich. Und deswegen habe ich dann mich total auf die Aufgabe gefreut und es war ein Traum, es umzusetzen. Also wirklich ein Traum, als meine beiden Leidenschaften so kombiniert. Ne? Also des Filmemachens und eben auch einfach auch mit dem Anliegen, was die Pferde betrifft. Auf jeden Fall sind die drei haben ja so eine Entwicklung, die drei Filme. Ne? Beim ersten ging es halt eben um diese persönliche Beziehung zwischen den beiden, also die Verbindung grundsätzlich, das geht es eigentlich in allen und ein gewisses Freiheitsgefühl auch miteinander. Und das haben wir im zweiten dann darauf aufgebaut und diese Dressur ohne alles und so, um zu zeigen, dass es auch einen freiheitlicheren Umgang mit Pferden geben kann, ja. Wenn eben die Partnerschaft so die Basis ist und dass es nicht nur so eine Filmidee ist, sondern es eigentlich kann wirklich real werden auch. Braucht eine Zeit lang, aber und das muss entsprechend trainiert werden, aber es ist möglich, so eine Beziehung zu entwickeln. Und jetzt im dritten war es eben klar, okay, es ist auf jeden Fall wichtig, dass es außerhalb von Deutschland stattfindet, dass sie rauszieht, zu finden, wo sie hingehört. Und dass da eben, da bin ich auch sehr stolz auf, dass wir halt diese tolle Idee hatte, dass es eben um Wasser geht und den Wert des Wassers geht, was ja ein total heißes Thema eigentlich heutzutage ist. Und wir erzählen es halt anhand dieser Wildpferdeherde, aber das ist auf jeden Fall eher ein politisches Thema ist, weil es um den Wert des Wassers ist praktisch der Hintergrund. Und hätten Sie sich das vorgestellt, dass das so eine Wirkung hat? Also man sieht es ja in den ganzen Social-Media-Plattformen, dass das Foto mit den ausgebreiteten Armen und so. Na, ich freue mich da wahnsinnig drüber, dass es so viele Menschen erreicht, natürlich. Also es bedeutet mir irre viel. Weil ich auch mitbekomme, dass sich viele davon so inspiriert fühlen, auch so ein bisschen was freier zu versuchen. Das, man muss halt immer sagen, man muss auch aufpassen. Es ist auch natürlich nicht ungefährlich. Also man braucht die entsprechende Grundlage, damit das auch okay ist. Ne? Das ist auch ganz wichtig, um es auch okay beim Reiten einen Helm zu tragen. Das brauchen wir dazu sagen. Aber ich freue mich wahnsinnig natürlich, dass es so viele Leute so tief erreicht. Das ist das schönste Geschenk eigentlich, wenn man so viel reingibt. Also Pferde sind quasi auch ihr Leben eigentlich, was die bedeutet. Total, meine große Liebe und auch, also für mich auch ein Zufluchtsort, für mich auch, wo ich, wenn ich bei denen bin, also deren Anwesenheit schon alleine geht, danach geht es mir besser. Auch wenn ich nur mit denen einfach nur irgendwo grasen gehe, also die grasen nicht daneben. Oder dann geht es mir danach ein bisschen besser. Ich bin so ein bisschen friedvoller und ich glaube, dass das Pferde uns unserer Seele näher bringen. Und was für Projekte in Sachen Pferdefilm stehen bei Ihnen als nächstes an? Ja, ich würde auf jeden Fall gerne einen Ort, ich habe eine Idee, einen Ort zu kreieren, wo wir das vermitteln, was wir in den Filmen zeigen. Das ist in Planung. Alle, die das sehen und uns dabei unterstützen wollen, sollen sich melden. Und ja, und jetzt geht es eigentlich zu den Preisen. Also wir haben
hier für Sie die Preise. Also das erste ist immer, also die Preise hat die Künstlerin Judith Horvath gestaltet und sie hat auch gesagt, sie möchte gerne, dass das eben für als Vorreiterin, dass sie diesen Preis als Vorreiterin, weil da auch so visionär die Wölkchen oben sind, bekommen. Ach, und dass das die Verbindung hat. Und der andere Preis, naja, das ist, sieht man eh hier, klar, schwarz, Indianerpferd, Ostwind. Und als bester Spielfilm eigentlich auch. Und es ist auch in der Jury eben bewertet worden, besonders eben diese Themen, die aktuell auch sind und dass man die an die jungen Leute auch weiterbringt. Und ja, das finden wir besonders schätzenswert und auch imprämierungswert. Wahnsinn, vielen, vielen herzlichen Dank. Also es freut uns wahnsinnig, freut uns sehr, es ist eine sehr große Ehre. Und gerade eben auch, dass wir auch so ein bisschen was vermitteln oder inspirieren können, bedeutet uns allen sehr viel. Ja. Ist auch in einer sehr tollen Gemeinschaft entstanden, sowohl mit den Pferden als auch mit den Menschen. Jedes Mal eine sehr tolle Arbeit und alle, die an dem Film gearbeitet haben, ob Musik, Ton, beim Drehen, das Team, Schauspieler, alles eine ganz, ganz, die basierend auf Verbindung auf dem Thema auch des Films auch. Wir freuen uns über die Preise sehr, weil natürlich das am meisten das bedeutet, dass man eigentlich was auslösen kann beim Zuschauer auch. Ne? Also dass man da auch was bewegen kann, ist wunderschön. Freut uns sehr, herzlichen Dank. Gut. Wir freuen uns und hoffen auf, ja, dass Sie uns nächstes Jahr im Sommer besuchen und dass wir Sie bald wiedersehen. Sehr schön, herzlichen Dank. Und alles Gute noch. Ja, danke.